Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind aktuell hier im Restaurant unterwegs. Ich sehe gerade, wie diese Mütze dieses Typs sich durch diese Stuhllehne durchdrückt und das macht mich ganz wuschig. Egal, wir reden mal mit denen und kämpfen uns hier mal eben durch die Gäste durch, ne? Lass uns als Test mal diese Getränke hier aufnehmen. Wie du lest auch ausgerechnet jetzt zu einem Kampf ein? Ja, sicher. Gönnt euch mal. Man muss auch mal kämpfen, um den Appetit anzuregen, ja? So, wer? Rico und Jutta. Rico und Jutta sind am Start. Okay. Sieht soweit ganz gut aus, glaube ich. Ein paar Bedroher werden hier wieder sich gegenseitig hin und her geschmissen, man kennt's. Oh, das dauert jetzt wieder einen Moment. So, okay, jetzt kommen wir nochmal dran. Bedroher, Bedroher. Haben wir es dann? Wunderbar. Haben sie alle gleich viel Angst, dann können wir loslegen. So, und zwar Flammenrad hauen wir gegen Luxio. Kiro wartet auf seine Anweisung. Ach, guck mal hier, schön die Apple-Produkte am Start, ne? Was für ein Poser, ey. Und du haust einen Funkensprung hierhin. Gegen Kramurks. Und dann sollte das funktionieren eigentlich, glaube ich. So von meinem Gefühl. Ah, das gibt's ja wohl nicht. Wieso ist er noch da? So, Kramux hat es aber umgenietet. Luxio setzt Biss ein. Ah, oh, knabber hier nicht an meine Twilight. So, dafür kriegst du direkt nochmal einen Stampfer, mein Freund. Ja. Und du haust mal einfach auch, würde ich sagen, einen Biss raus. Ein Biss geht immer. Je nachdem, was für ein Pokémon jetzt gleich kommt. Okay. Biss ging ins Leere. Ist ja auch keiner mehr da, ne? So, ein Pikachu! Pika-Ping! Oh, Pikachu! Da würde ich sagen, ein Flammenrad in die kleinen Powerbacken. So. Und Kiro kann mal reinknabbern. Und dann geht er schon. Das sollte Pikachu auf die Bretter legen. Ja, das Flammenrad alleine hat schon gereicht. Pika, Pika! Sorry, mein Kleines. So! Das war eine beachtliche Vorführung und du hast es auf Band, Mann. Hm, ich hätte damit rechnen sollen. Das wird wahrscheinlich nicht ausgestrahlt, ne? Oh Mann, jetzt sind unsere Getränke lauwarm. Ja, je nachdem, was das ist, kann es ja teilweise auch gewollt sein, ne? Guten Tag, ihr zwei älteren Herren. Hm, nun, da ist mal was Besonderes, nicht? Dieses Gericht scheint nur kurz im Feuer gewesen zu sein, wurde aber mit viel Sorgfalt zubereitet. Ein Gourmet wie ich kann nur mit einem Blick feststellen, ob etwas köstlich ist oder nicht. Möchtest du etwa gegen einen Feinschmecker wie mich antreten? Ja, sicher doch. Ich zeig dir mal, was meine Geschmacksnerven drauf haben, ne? Gourmet, ey. Gentleman Pablo und Dame irgendwas. Wie hieß die Dame? Anastasia. Oha. Ist dieser Hase eigentlich nur normal oder ist da auch ein bisschen Kampf mit drin? Oder bin ich mal wieder komplett falsch? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht, aber wir gucken mal. So. Geht los. Schlappohr. Och Gott, wie süß. Ich würde sagen, ein Flammenrad ins Schlappohr hinein. Oh, wie ernst er am Gucken ist, Junge. Was ist denn los? Und ein Funkensprung für Starali. Au, direkt mal so ein Ruckzuck-Keep am Start. Mhm. Charmbolzen. Twilight hat sich verliebt. Och Gott. Twilight hat sich verliebt. Wie süß. Wird aber dem Kampfgeschehen nicht unbedingt zuträglich sein. Stell dir mal vor, die machen jetzt einfach rum. Mitten auf dem Schlachtfeld. Zack, eben. Ne? Man muss auch mal. Ne? Knickknack. Wäre mal ein interessanter Pokémon-Kampf, Alter. Was machen sie? Da hat sich jemand verliebt. Oh je. Au. Und greift sie noch an? Twilight hat sich in Schlappohr verliebt. Twilight ist starr vor Liebe. Er greift natürlich nicht an. Okay. Das ist doof. Okay. Ja gut, dann müssen wir das jetzt regeln. Das hilft nichts. Ich würde sagen, ein Biss. Machst du trotzdem Stampfer oder immer noch voll die Liebe?
Wir beißen da mal rein ins Schlappohr. Das müsste doch den Liebeszauber mal brechen. Du kriegst die ganze Zeit von ihm auf der Fresse. Ich bin trotzdem verliebt. Na gut, okay. Oh, der nächste hat sich verliebt. Einmal rangeknabbert, sofort verliebt. Okay, Twilight erreicht Level 34. Oh, okay. Darin ist jetzt aber keiner mehr verliebt, oder? Da können wir jetzt einfach wieder draufmeddeln, ja? Das sollte klappen. Ich sehe schon, wie unser Twilight die ganze Zeit Herzschmerz haben wird, die nächsten paar Folgen lang, ne? Ganz traurig, dass das nichts geworden ist. Kiro erreicht Level 38 und Staraptor erreicht Level 35. Wunderbar. Und wir haben die zwei Alten besiegt. Oh, scheiße. Verloren. Die Rechnung bitte. So jung und doch schon so stark. Äußerst beeindruckend, nicht wahr? Danke dir, danke dir. Man tut, was man kann, ne? So viel dazu. Freuen wir uns nun auf den nächsten Gang. Ja, lasst euch schmecken, ne? So, hier sind noch zwei Nasen. Oh, die Bilanzen sehen wieder sehr gut aus. Da war deine Vorhersage ja richtig. Mein Freund ist ein wahrer Magier an der Börse. Er hat wahnsinnig viel Glück und ist dazu auch noch ein starker Trainer. Und willst du dein Glück herausfordern? Ja klar, lass uns mal machen hier, du. Bin da voller Zuversicht, ne? Rollenspieler Rudolf und Schönheit Ross wieder. Kurin, Grüße gehen raus und viel Spaß beim Animal Crossing New Horizon. Ja, dann, Alter. Ne? So, da sieht aber nicht so gut aus mit unserer guten Twilight. Da sollten wir wechseln. Goldini. Das machen wir auch mal direkt. Also, wer ist jetzt dran? Twilly? Ja, warte, wechseln. Twilight wechseln wir aus durch... Gute Frage. Gute Frage. Nehmen wir der Raptor. Hiervon nix, ne? So, und du kannst mal so richtig entspannt einen kleinen Funkensprung starten. Erstmal Goldini weghauen. Goldini. Kiro setzt Funkensprung ein. Wunderbar. Aquawelle. Süß. Noch ein Goldini. Guck mal. Wer hätte das gedacht? Übrigens hatten wir das Thema, muss jetzt mal erzählen, das Thema Kratzer. War ja mal Thema. Ich hatte mich doch gefragt, wie Goldini denn bitte einen Kratzer machen soll. Wie soll das denn gehen? Es ist ein verdammter Fisch. Aber Razy hat einen guten Punkt gebracht. Es hat ja ein Horn vorne und mit so einem Horn kann man auch schon ziemlich gut kratzen. Punkt für euch, muss ich zugeben. Ja, so kann man es wohl machen. Ja. Da will ich mich auch geschlagen geben. Das ist so. Man muss das auch eingestehen, wenn man dumm war, ne? Da habe ich hier ja kein Problem mit, meine Fails zu gehen. Und da kommen noch einige, keine Sorge. Also auch im Jahr 2022 habe ich viele Fails für euch parat. Ich habe so eine große Box. Dann war ich die alle drin auf, ne? Und hol mir dann regelmäßig mal so ein Fail da heraus. Onyx erreicht Level 33, sehr schön. Rudolf und Roswitha sind besiegt. Mein Glück hat sich wohl verabschiedet. Du bist schon ein Glückskind. Okay. Das ist eine einmalige Niederlage. Die gleichen wir schnell wieder aus. Ja, einfach eben die Bilanz ein bisschen aufhübschen, dann geht das schon. So, dann haben wir hier noch zwei Damen. Der Wert einer Speise wird nicht vom Geschmack allein bestimmt. Die Präsentation, also etwa die Farbe oder das Arrangement auf dem Teller, ist ebenfalls wichtig, nicht wahr? Mit anderen Worten, ein gutes Gericht kann wie ein Kunstwerk sein. Und in Kämpfen mit Pokémon hoffe ich ebenfalls ein Kunstwerk zu sehen. Da schiebst du mir doch zu, oder? Ja, sicher. Los geht's, machen wir mal ein kleines Kunstwerk zusammen. Lass uns ein Bild malen. Mit Gewalt. Ja. Ach, das ist ein Typ.
Typ. Ich dachte, das wäre eine alte Dame. Okay. So. Twilight und Kero. Wir werden jetzt ein bisschen riskieren. In der Hoffnung, dass Anton nicht als erster irgendwas rausmeddeln kann. Und meine Twilly angreift. So, aber ich bin da noch voller Hoffnung. Jo. Also, wir machen ein Flammenrad auf das Pantimos. Gruseliges Pokémon. Alter, stabiler Bartjunge. Und einen Funkensprung ins Anton hinein. Ne? Das sollte ihn zum Platzen bringen. So, Pantimos, bumm. Hat sich verbrannt. Sehr schön. Und Anton, na komm. Anton wurde besiegt. Anton! Ja, das war's. Künstler Robin und Schönheit Tamara wurden besiegt. Bedeutet das etwa, dass ich nur als Künstler Talent besitze? Ich denke, ich erfülle alle Voraussetzungen, um ein erfolgreiches Model zu werden. Darüber denkst du jetzt gerade nach, nachdem ich dir den Arsch aufgerissen habe? Was ist los mit der Frau? Keine Ahnung, Mann. In dieser Pokémon-Welt sind die eh alle ein bisschen gaga. Die Speisen hier sind nicht nur köstlich, sondern auch noch gesund. Man kann also genießen und tut sich etwas Gutes dabei. Ja, das ist hier mein Motto für dieses Jahr auf jeden Fall. Genuss, aber gesund. Ja, ja, okay, ja, alles gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay. Kühnheitsufer. So, was ist denn noch los hier? Jetzt müssen wir uns mal umgucken. Ist das denn ein Ort? Ich muss mal eben auf der Map gucken. Karte, sind wir hier in einem Ort? Das scheint eine Ortschaft zu sein. Nee, das ist eine Route. Sonnenwick. Hier gibt es noch viel zu erkunden, Alter. Aber gut, wir werden sehen. Ich schaue mich jetzt erstmal weiter um. Das ist Route. Das ist eine Route. Das ist alles sehr merkwürdig hier, aber es wird schon. Oh Gott, hier ein Pool am Start? Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer. Denn das Meerwasser schmeckt so salzig wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Ach du Scheiße. Fühle dich, Schwester. Bäuterling. Oh, süß. Ich würde sagen, du kommst einfach wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Vergiss mich bis dahin bitte nicht. Oh, Leute. Merkt euch das bitte, dass wir den, wenn wir dann Champ geworden sind, mal besuchen. So, was ist hier los? Ist das die Hotelrezeption? Ein Gengar. Cool. Gengar. Wer bist du? Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein Riesenfan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinem Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern stellen zu können. Okay. Wenn ich den jetzt nochmal anrede, sabbelt er das gleiche. Kämpfe sind wirklich ein Vergnügen, aber auch die Vervollständigung des Pokédex macht sehr viel Spaß. Versuche an den unterschiedlichsten Orten viele verschiedene Pokémon zu fangen und zeige mir anschließend deine Funde. Ah, der ist ein Mülleimer, Leute. Ein Mülleimer. Der Falleimer ist leer. Oh. Wer bist du? Ciao, ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, deinen Pokédex zu vervollständigen, habe ich recht? Es ist schon klasse, dass so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reihe... dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du deinen Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Alles klar. Ich werde versuchen, euch nicht zu vergessen. Ja? Und sie sind aus meinem Gehirn gelöscht. So, hier gibt es irgendwie ein Bällchen. Du findest einen Fläschchen AP Plus und ein paar hübsche Blumen. Poolparty hier, Alter. Sorry, Leute. Ich hab nur so ein leichtes Kratzen im Hals, du. Aber das wird, ich sag euch das. So, hier ist 100 Pro irgendwas versteckt? Nö. Was haben wir hier? Ihr seid auch eine etwas interessante WG, ne? Wir sind reisende Straßenkünstler. Und da wir uns jetzt kennengelernt haben, kannst du die hier haben. Du erhältst TM92. Dankeschön. Du verstaust die TM92 in der TM-Tasche. Bizarro-Raum ist eine verrückte Attacke, mit der die Zeit verzerrt wird. Setzt ein Pokémon sie ein, können langsamere Pokémon für eine Weile zuerst angreifen. Es liegt an jedem Trainer selbst herauszufinden, wie man so eine bizarre Attacke zu seinem Vorteil nutzen kann. Ich bin eine einfache Seele und lasse meine Gitarre für mich sprechen. Meine Musik und meine Pokémon sind alles, was ich brauche. Ich fühle mich überall wohl, wenn ich sie nur bei mir habe. Oh. Guten Tag. Sieh mir in die Augen. Ich werde deine Zukunft darin lesen.
Eine magische Begegnung steht bevor, aber ich kann nicht erkennen, ob sich das auf ein Pokémon oder einen Trainer bezieht. Oh, du, die Zukunft wird's zeigen, ne? Abfalleimer ist leer. Dass die Leute sich auch nicht wundern, dass ich immer ihren Müll durchwühle, ne? Man kennt's immer, dieser eine Besuch, der einfach ins Haus reinkommt und den Mülleimer durchwühlt. So, was hier los? Guten Tag, werter Künstler. Oh, du bist also auch auf Reisen. Es ist schön, die Welt zu sehen, nicht wahr? Hast du schon mal von den Strudelinseln in der Johto-Region gehört? Jenes silberfarbene Pokémon, eines Tages muss ich es mit eigenen Augen sehen. Ach, die gute silberne Edition, die sollen die mal remaken. Also, gab's ja schon mal als Soul Silver, aber ich meine so Switch-Grafik richtig nice, da hätte ich Bock drauf. Bin ja großer Fan. Ich glaube, silberne Edition ist tatsächlich nach den ursprünglichen, also rot und... Okay. Stopp, stopp, stopp! Ja, dich meine ich! In Sonnewick, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt vorerst gesperrt. Alles klar. Natürlich. Man kennt's, ne? Dann müssen wir wohl hier irgendwo noch weiter. Ach, da geht's noch lang. Ja gut, dann müssen wir jetzt wohl erstmal hier weiter. Moin, ist das die Rezeption? Willkommen, möchten Sie hier übernachten? Es tut mir außerordentlich leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber wir sind komplett ausgebucht. Sie dürfen sich hier jedoch gerne für eine Weile ausruhen. Oh, wie nett. Danke dir. Ihre Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Dankeschön. So, pass auf. Jetzt müssen wir einmal gerade auf diesen Items-Scanner. Wo ich nicht verstehe, wie der funktioniert. Das Ding müsste das sein. Hallo. Dieses Hotel ist so romantisch. Ich warte sehnsüchtig auf den Tag, an dem ein edler Ritter auf seinem Pokémon hergaloppiert und mich für die Flitterwochen hierher entführt. Das ist doch das Item-Radar-Ding, oder nicht? Ich versuche, die Hotelschlüsselkiste zu finden, aber die scheint nicht hier zu sein. Nö. Naja, ich hab's versucht, ne? Der Wille war da. Ach, vielleicht ist das der Schlüssel. Du findest ein Purpurstück. Nee, doch nicht. Okay, cool. Vielleicht hat sie den. Moin. Ganz ruhig stehe ich hier vor dem endlos weiten Meer und schaue dem Treiben zu. Einem Schnösel wie mir sagt die Küste einfach mehr zu als das kühle Nass. Schnösel. So, was ist hier los? Ach, guck mal, hier wird gespielt und gebadet. Ist mein Schwimmreif nicht schön? Oh, da hat direkt einen Pokémon-Kampf. Man kennt's. Okay. Plansha Rainier. Mit AI ganz wichtig, Alter. Oh nein, dieses Biest wieder. Oh, ich raffe ja nie, was das ist. Und dann lacht ihr mich wieder aus. Und dann, oh. Schlimm wird's. Ich mach erstmal einen Stampfer. Zack. Guck mal, weggestampft. Alles gut. So, nächster bitte. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Und zwar auf Tux. Ich hoffe, das war eine weise Entscheidung. Ich werde es in den Kommentaren erfahren. Da bist du ja nochmal. Süß. Tux denkt jetzt gerade daran zurück, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Ist das nicht süß? Okay, war doch eine falsche Wahl. Egal. Ich hau mal einen Piekser rein. Das war leider echt dumm. Ohne Spaß. War leider echt dumm. Hätte ich mal nicht gewechselt. Tja, ich mach mal nochmal einen Piekser. Wir pieksern uns jetzt ja durch. Das hilft jetzt nichts. Ah, komm nochmal Härtner. Genesung. Oh, scheiße, Bruder. So eine Kacke. Oh nein. Ach, Pokémon wechseln. So, warte.
Was ist denn das wieder? Ich raff's halt einfach wieder nicht, weil ich dumm bin. Ich nehme mal Nahkampf, Alter, vielleicht den Nahkampf, Mann. Einfach mal ausprobieren jetzt. Wir gehen mal ein bisschen steil, ja? Ich muss mal Tablette nehmen. Tablette! Ich kann dran denken, wenn die Folge rum ist. Oh, der Hahn hat gerade gekräht. Die Folge ist rum, Leute. Ich muss Tablette nehmen. So, warte. Aquawelle. Ach, guck mal. Das ist Wasser. Hätte ich mal drauf kommen können, ne? Voll dumm. Ich will jetzt trotzdem den Nahkampf einmal mal machen, weil ich Bock habe zu sehen, was da passiert. Bams! Richtig aufs Maul. Kriegen wir auch selber Schaden? Verteidigung sinkt. Ja, das ist ja egal. Nicht so schlimm. So, wer kommt jetzt noch? Nochmal. Geil. Ja. Ich versuche jetzt mein Glück. Das kann auch schief gehen, ne? Wenn das wieder Boden oder so ein Kack ist. Keine Ahnung. Ich krieg's auch nicht mehr auf mein... Ich krieg's auch nicht mehr auf die Kette. Ich glaube, ich bin inzwischen zu alt, mir sowas noch zu merken. Ohne Spaß. Ich werde langsam einer wieder wie diese Trainer. Ach nee, der hat einfach alle Formen von dem Ding. Die sehen alle ein bisschen anders aus. Witzig. Okay. Geil. Funkelsprung! Machen wir Reiniero mal eben fertig hier. Zack. Läuft. Oh, Bogelin ist so nah am Level up, du. So nah. Plancha Reinier wurde besiegt. Ich konnte mich nicht so gut bewegen. Mein Schwimmreif war im Weg, aber du hast doch nicht gekämpft, Junge. Du hast. Ah, egal. Muss man nicht verstehen. Das sind wieder billige Ausreden hier, ne? Mutti hat den Schwimmreif für mich aufgeblasen. Mir fehlt dazu die Puste. Alles klar. Meine Lieben, wir machen jetzt an dieser Stelle aber erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.